Wir spielen sechs Sinne, sechs Länder. Der Aufbau, den habt ihr schon mal gesehen. Wir haben hier ein paar Jahre wirklich erfolgreich und mit großer Freude, ich zumindest, weltweit wütend gespielt. Und jetzt haben wir quasi das Spielprinzip ein kleines bisschen abgewandelt. Es ist, geht immer noch darum, dass ihr möglichst gut, schnell und richtig das Land lokalisiert, das wir suchen und möglichst nah an der Hauptstadt landet, damit ihr im Zweifel weniger Distanz zur gesuchten Örtlichkeit habt als der andere. Aber diesmal spielen wir euch nicht irgendwelche lustigen Lieder oder lustigen Sprachen oder Schimpfwörter oder sowas vor, sondern wir basteln uns durch alle eure Sinne durch. Das ist, glaube ich, sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen und so weiter und so fort. Wir spielen Gewinnbaum, sechs Runden, pro Runde ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte und so weiter und so fort. Und wir fangen an mit Runde 1, die da ist, schmecken. Und weil wir euch natürlich was geben, was ihr schmecken müsst, das ihr aber nicht sehen dürft, bitten wir euch jetzt einmal die Nasenklammer aufzusetzen, weil ihr auch nicht riechen dürft. Oh, bitte, nee, nicht sowas mit Nasenklammer und Augen auch verbunden, oder was? Augen auch verbunden und die Nasenklammer auf, damit ihr es nicht vorher erriechen könnt. Und nicht vorher sehen könnt, weil sonst wäre es zu einfach. Sobald ihr das Gefühl habt, ihr wisst, was es ist, wartet auf mein Kommando, weil wir müssen die Gloschen erst wieder zudecken. Und dann dürft ihr an eure Bildschirme und dürft eingeben, wo ihr glaubt, wo das herkommt. Okay, beide können nichts mehr sehen. Kann man das mit den Händen anfassen? Man kann es mit den Händen anfassen. Warte, ganz vorsichtig, damit ihr es nicht umschmeißt. Es handelt sich um eine Flüssigkeit, es handelt sich um ein Wort mit deiner Hand. So in deine Hand rein. Klasse. Ach, das hast du selber geschafft. Genau. Es handelt sich um eine Flüssigkeit, die man trinkt. Die ist auch nicht giftig, da stirbt niemand dran. Was trinkt man? Maja. Ja, Willi. Sag mal, was. Was trinken wir da? Wir machen das klar. Ja. Grüße. Nee, sag mal eben, ist einfach Alkohol. Komplett weg oder wie? Oder kein Alkohol oder was? Einfach komplett weg, du, wie du willst. Dran nippen, runterstürzen, wie es euch gerade danach ist. Es ist tatsächlich trinkbar. Es ist trinkbar, es ist fürs Trinken gemacht. Kann ich danach noch Auto fahren? Kannst du vorher Auto fahren? Kannst du schmecken, ob du danach noch Auto fahren kannst? Ich schmeck gar nichts. Du schmeckst gar nichts. Vielleicht ein bisschen mehr davon? Nee. Doch? Hm, jetzt? Hm. Ach so. Verrückt. Ihr könnt es leer. Ach, Klaas hat es leer gemacht. Natürlich. Na gut. Kann ich diese Klammer jetzt abmachen? Nee, noch nicht. Dein Kollege braucht noch einen Moment. Weißt du es? Ich jetzt? Klar. Jogo, beeil dich. Bist du durch mit Probieren? Oh, Johnny. Kommt das von der Weinverkostung? Ja, du hast ja auch. Können wir es dir wegnehmen? Okay. Sekunde ganz kurz. Wartet noch kurz, bis es weggebracht. Nee, bis es weggebracht ist. Sorry, dich meinte ich nicht. Nee, wir brauchen es nicht mehr. Ich glaube, der Mann hat genug gehabt. So, jetzt könnt ihr die Brillen abnehmen und die Nasenklammern. Und jetzt gebt ihr das Land ein, von dem ihr denkt, dass es das ist, das dieses köstliche Getränk der Weltöffentlichkeit zur Verfügung gestellt hat. Möglichst nah an die Hauptstadt, weil am Ende zählt, wer von euch beiden näher am Ziel dran ist. Auf den Kilometer. Was für ein Gesöff haben wir euch da gerade gegeben? Nee, Moment. Clever. Winterscheid, clever. Bringt noch gar nichts. Schade. Hast du was? Ja. Gut. Joko auch? Okay, wir loggen ein. Ich hätte irgendwo auf der Welt einen Punkt setzen können. Ich habe keine Ahnung. Schön. Hast du eine Vermutung? Ja. Ich weiß, was es ist, glaube ich. Du weißt, was es ist? Sag mal. Ja. Ist es was glaubst Sake? Du denn? Sake? Glaubst du, es ist Sake? Wir gucken mal, wo Klaas gelandet ist. Reiswein, das müsste ja quasi ursprungshalber in Japan sich befinden. Da bist du auch, also ein bisschen neben Japan im Wasser, aber da. Und wo bist du gelandet, Joko? Ich habe einfach mal Frankreich gemacht. Ich dachte, wenn irgendwo in Europa, dann so. Gut, das wird eine relativ eindeutige Auflösung, denn es war tatsächlich Sake. Krass. Jawohl. Klaas, 341 Kilometer dran, Joko knappe 10.000 daneben. Erster Punkt für Klaas in der ersten Runde. Zweite Runde, Übrigens, der beste Sushi-Laden Berlins, ja, will ich kurz sagen, heißt Sushi Ki in der Oderberger Straße. Da könnt ihr alle mal hingehen, das ist aber ein koreanischer Laden, ganz toll. Und da gibt es sehr guten Sake-Reiswein.
Und ich kann euch nur empfehlen, da hinzugehen. Das sind nette Leute und es schmeckt fantastisch. Oderberger Straße, Sushi Key in Berlin. Herzlichen Dank für das diese war kurze live. Werbeunterbrechung. Man kann es nicht rausschneiden. Es läuft ja so wenig Werbung zum Rest des Abends. Aber es sind zwei so nette Paare, die machen das. Warum denn nicht? Es ist jetzt kein weltumspannender imperialistischer Konzern. Ein kleiner Laden, zwei nette Pärchen. Welche Straße war das? Oderberger Straße. Wie heißt der Laden? Sushi Key. K-Y. Zwei nette googeln. Pärchen. Nicht verwechseln mit dem Swingerclub auf der Oderländerstraße. Ja, der heißt Zwanglos 2, ist auch nicht schlecht. Gibt's auch Fingerfood. Oh, die Frikadellen von der Ulla sind wirklich fantastisch. Fingerfood. So, zweite Runde. Bitte setzt euch die Brillen wieder, bitte setzt euch die Brillen wieder auf. Jetzt war Spaß. Okay. Nee, Nasenklammer brauchst du nicht mehr. Es braucht jetzt nur noch die Brille, denn die zweite Runde, die wir spielen, ist ein Land erfühlen. Ihr bekommt gleich den Umriss eines Landes hereingereicht, nämlich ungefähr jetzt, wenn ihr nichts mehr sehen könnt. Ach so, den Umriss nur. Ich den dachte, Umriss. Das wäre was Ekliges. Nee, das tut nichts. Ihr bekommt den Umriss eines Landes und müsst anhand eures Tastsinns herausfinden, um welches Land es sich handelt. Hä? Da ist ein Land praktisch drin gefangen? Ist es Brandenburg? Brandenburg, ist wieder jemand von in die Allee. Ja, da kann man es anfassen. Sind exakt identisch ausgestanzt. Ich habe das vorher persönlich überprüft, dass jeder kleine Knusperwinkel auch genauso ist wie bei dem anderen. Das ist seltsam hier. Das ist richtig. Aber es, nee, ich mache jetzt keine Glory Hole Witze, das wäre jetzt wirklich geschmacklos um die Uhrzeit. So, habt das? Ich sag ja. Legt das Land mal bitte wieder vor euch auf den Tisch. Warte, Jakob, ich nehme dir mal ganz kurz die Brille da weg. Kannst du das Land wieder ablegen, bitte? Warte, dahin, hier, da, so. Klaas hat auch. Dann holen wir die Länder bitte raus, bevor die beiden... Warte, Klaas, warte. Hm? Sekunde, die Länder werden wieder professionell aus dem Studio getragen. Jetzt sind sie aus der Sicht. Nehmt die Brillen bitte ab. Wir können einmal tauschen. Und jetzt... gebt ein, wo ihr glaubt, sich dieses Land, das ihr gerade erfüllt habt, befindet. Wer am Ende näher an der Hauptstadt des Landes sitzt, der bekommt 2 Punkte für diese Runde, 2 Punkte fürs Gefühl. Denn das wird bei ProSieben auch groß geschrieben. Emotion. Kann man das hier so Müh für Müh? Nee. Müh für Müh? Nee, ist alles Fingerspitzen, Zärtlichkeit. Genau. Oh, vergiss es, Navi. Hast du? Nee, was? Moment, nee, warte noch mal eben. Ich warte noch mal eben kurz. Ich bin noch nicht so weit. Also, das sieht man. Joko ist angekommen. Klaas? So langsam würde ich mal dicht machen. So, wir machen zu den Laden. Eingeloggt. Und wir gucken, wo Joko. Nee, wo Klaas? Wo ist Klaas gelandet? Fangen wir mit Klaas an. Klaas, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da unten in Südafrika. Joko? Man kann, guck, beide. Weil dieses kleine Loch, Brandenburg, das südafrikanische Brandenburg, das können wir da unten auch schön sehen. Jetzt ist nur die Frage, wer von beiden ist näher dran? Joko, 166 Kilometer zu 425, 2 Punkte, Winterscheid, 2:1 steht's. Nächste Runde ist, sehen. Ein wichtiger Sinn, habe ich mir sagen lassen, wenn man in diesem Spiel 3 Punkte holen möchte. Sehen heißt eigentlich quasi in dem Fall erkennen. Wir zeigen euch ein Bild. Ein Bild von einem Ort und ihr müsst uns sagen, vorne auf den hinten, vorne, warte, hier wird's reingebracht. Dürft ihr euch richtig so mit ganz nah angucken. Ich glaube, das kommt über die Monitore, aber jetzt seht ihr es auch nochmal in groß. Ihr habt es aber auch nochmal in der Hand. Und jetzt ist die Frage, in welchem Land ist dieses Bild aufgenommen worden? Wäre ein vollständiger Satz. Aus welchem Land stammt dieses Foto? Es sind ein paar kleine Details drauf.
Vielleicht erkennt man. Da, ein bisschen was, weiß ich nicht, Wetter, Luftfeuchtigkeit, Bausubstanz der Gebäude. Ah! Wait. I did wrong. Well, you can still correct. Ist übrigens sehr schade, dass dieser Edding so leicht abging. Ich möchte mal aus privaten Gründen sagen, ich hätte mich wirklich sehr über den Anblick des ganzen Abends, den ganzen Abend über gefreut. Ja, wir sind vielleicht... I'm not too sure if this is the correct country, but you know. Ja, das ist das Grundproblem bei dem Spiel. Habt ihr was? Weil ich würde jetzt mal langsam sagen, wir machen hier Bildschirmspiel. Nein, Moment, ich ende nochmal. Nochmal ganz schnell, aber jetzt. Also ich bin mir nicht sicher, das ist ein Vorteil für mich. Das kann Klaas gar nicht wissen. Bei dem einen hier auf dem Motorrad, bei dem habe ich mal 100.000 Euro investiert. Natürlich, sicher. Ist das ein Sushi-Bike, auf dem der sitzt? Oder was? Okay, loggst du mal bitte was ein? Hab ich schon. Drei. Klaas, komm. Zwei. Ja, hast du? Okay, Ende. Ich bin mir krass unsicher. Ende vorbei. Es gibt ein Detail, was mich total verunsichert hat. Obwohl ich glaube, ich war da schon mal. Sage mal, welches Detail? Na, hier, ich dachte, das wäre eine türkische Flagge, aber das passt ja einfach gar nicht zusammen zu all dem, was da so sehr indisch ist. Wo hast du denn deine Flagge? Es ist wirklich verwirrend. Es ist wie so ein Wimmelbild. Wir lösen mal ganz kurz auf, wo ihr gelandet seid. In welchen Ländern habt ihr euch denn niedergelassen mit euren Pins? Klaas. Joko. Ah, scheiße, die Hauptstadt! Ja, in die Nähe von der Hauptstadt. Also, ihr seid beide drin, aber die Frage ist, wo und wie nah dran? Wo kommt dieses Bild her? Wir lösen auf. Es kommt nicht aus Indien, es kommt tatsächlich aus Pakistan. Pakistan, das ist es, genau. Weil ich habe gerade die pakistanische Flagge. Wo das soll ich man ein bisschen, das denn erkennen? Ich wusste, dass es nicht türkisch ist, aber ich wusste, dass die pakistanische so ähnlich aussieht wie das. Und dann nur andere ich das Farbe, nicht durcheinander kriegt, genau. Ja. Und es sieht aus wie diese es sieht eigentlich ein bisschen aus wie Varanasi. Es sieht aus wie Varanasi. Gute Nachricht ist, es hat trotzdem gereicht für dich, Klaas. Du warst nämlich näher dran an Islamabad. Das ist die Hauptstadt von Pakistan. Und damit gibt es jetzt quasi 3 Punkte nach 4-2 für Klaas. Und die nächste Runde, das ist eigentlich, finde ich, ist es der schönste Sinn, den wir heute abfeiern, ist die Intuition. Und für die Intuition bräuchte ich jetzt ganz kurz... wir haben doch gar keine Intuition. Das ist richtig. Wo sollen wir die denn sonst her haben? Wären wir alle nicht hier. Aber du bist dir sicher, dass das was für mich ist? Ja, ich bin mir sicher, dass was für dich ist. Pass auf. Also, was sagt euch eure Intuition? Welches Land steht hier in dem Briefumschlag auf dem Zettel? Das ist jetzt Bauchgefühl. Was sagt ihr das? Is this real life? This is no. This is Fernsehen. Guckt euch mich und den Umschlag genau an. Also nicht, dass ich wüsste, was drin ist, aber vielleicht könnt ihr anhand der Körpersprache des Umschlags was lesen. Und sagt mir, was ihr glaubt, welcher Landname, das ist auch ein richtiges deutsches Wort, ne? Steht hier auf dem Zettel. Meine Intuition hat gesprochen. Briefumschlag, das finde ich total schön. Wir loggen ein. Ah, schön. Wir loggen ein. Wo seid ihr denn gelandet? Euro Disney. Oh, du bist zu Euro Disney. Nein, Frankreich. Du bist in Frankreich. Und Joko, wo bist du? Madrid, Spanien. Ah, Spanien, Madrid. Okay, alles klar. Dann lösen wir auf. Der Briefumschlag in meiner Hand. Sagt Burkina Faso. Oh. Selbstverständlich. Bin ich ein bisschen südlicher. Eigentlich ein kleines bisschen, wirklich. Kleines bisschen südlicher, aber lass kurz gucken, du bist trotzdem näher dran. Ja, 3.291 zu mehr bedeutet gleichzeitig, die Punkterutsche geht an Joko. Es steht aktuell 6-4. Und wir kommen zum schönsten Sinn, nämlich dem Schwachsinn. Schwachsinn. Allerdings nicht mehr unserem, sondern ein bisschen Inspiration für Weihnachtsgeschenke. Oder vielleicht auch einfach ein guter Moment, um pinkeln zu gehen, die ganze Familie. Und dann, danach, sind wir wieder da, nach der Werbung, beim Duell um die Welt. Bis gleich. Ja, hoch. Das ist ja wirklich, wenn jemand sehr langsam zwinkert,
dann war das ungefähr die Pause, die wir gemacht haben und sind super frisch zurück. Mittendrin in der Welt der Sinne, der Welt der Sinnlichkeit, möchte ich vielleicht sagen. Wobei, das war das Spiel vorher. Jetzt sind wir mittendrin im Sechs Sinne, Sechs Länder. Wir spielen den fünften Sinn bereits. Und das ist, warte, der Reihenfolge nach Hören mit den Ohren. Wir spielen euch einen schmissigen Song vor. Und ihr müsst anhand dieser, ich sag mal, experimentellen Musik herausfinden, aus welchem Land selbiges Kulturprodukt kommt. Bitte schön. Wirklich, ich bin kurz vor Dancing. Zumindest mein Unterkörper war schon wirklich komplett drin. Wo kommt das her? Nicht warum, kann ich fragen warum, einfach nur wo. Wobei, ich finde, je öfter man es hört, desto schmissiger wird's. Hast du was, Joko? Wild guess. Wild guess, Klaas? Yep. Ich mach mal Schicht. Wir glauben ein und gucken, wo ihr gelandet seid. Klaas, wo bist du? Was ist das? Wo sind wir da? Ungarn. Okay, Ungarn und Joko? Neuseeland. Wo bist du? Das klang so, ich war mir nicht sicher. Ich dachte, es irgendwie... Fun Fact. Guck mal, irgendwie ich meine, uns fehlt noch... Irgendwo im Osten falsche muss es Farbe sein. Auch. Das ist auch falsche Farbe. Aber hast du das eingegeben, Ungarn? Ja. Ja. Weil sie, dass sie. Ja, aber ich war mir ach, sicher, alle dass beide. Es ist ach, guck mal, das sind alle beide aufeinander. Was? Ich dachte gerade, es fehlt. Naja, ich dachte, es ist auf jeden Fall irgendwie im Osten, nicht unbedingt Ungarn, aber irgendwie so. Also ganz am Ende klang es ein wenig, ich sage im Großraum, es klang so ein bisschen slawisch, baltisch, weiß ich nicht. Okay, also wir müssen festhalten, ihr liegt tatsächlich exakt 11 Kilometer auseinander. What? Joko und Klaas liegen aufeinander in Ungarn. Das muss man sich kurz reinziehen. Ja, wir gucken mal, ob es überhaupt Ungarn war und für wen die 11 Kilometer Distanz den Vorteil bringen. Denn das es ist nicht ganz Ungarn, aber es ist Rumänien, Bukarest. Und es sind tatsächlich 11 Kilometer Unterschied. Punkte für Klaas. Runde 5 sind 5 Punkte. Bedeutet, ist ja verrückt. Es steht 9-6. Also 11 Kilometer. Ja. Ich wusste, es ist bestimmt nicht Ungarn, aber ich wusste, es ist irgendwo da in dem Bereich, weil so klang es. Also, diese letzte Tröte da, die hat es gebracht. Ja, das freut mich. Manchmal ist es ja auch einfach nur eine Tröte, die den Erfolg ausmacht. Was ist eine Erdung? Heißt aber jetzt auch, die 6. Runde ist die letzte Runde. Wer jetzt gewinnt, gewinnt dieses Spiel. Letzte Runde bedeutet riechen. Ihr bekommt jetzt was zu riechen. Das heißt, ihr müsst euch die Brillen wieder aufsetzen, bitte. Und dann tragen wir etwas herein, das einen gewissen Geruch verströmt. Und ihr, warte, ich hole die Brille da weg. Ja. Kann sehr schlecht riechen. Hunde, das macht nichts. Dafür hast du schöne Augen. Das ist bestimmt Käse oder so. Kann ich da hin? Weiß ich nicht. Noch nicht? Warte kurz, genau. Geh mal nah ran, an die Stähle ran. Jetzt einfach runterbücken. Aber wie groß ist es? Nur riechen. Nur riechen, nicht anfassen. Ist nur riechen, nicht fühlen. Mit der Nase richtig rein. Ganz tiefer. Es beißt nicht. Es lebt nicht. Glaube ich. Kannst ruhig noch tiefer. Es ist noch ein bisschen Distanz zwischen dir und dem, was... Glaube mir, vertrau mir, Joko. Es ist meine Stimme, nicht die von Klaas. Geht auch noch näher, bevor du was berührst. Geht. Keine Sorge. Bin ich nah dran? Nicht anfassen, Klaas. Hä? Nicht anfassen. Ich habe auch im Hinterkopf... Habe ich nicht gemacht? Na, das stimmt nicht ganz. Hörst du, wie die da lachen da hinten? Habe ich nicht gemacht. Die sollen den Maul halten. Was haben die denn hier zu tun? Die sollen das filmen oder was auch immer sie machen. Licht an und aus. Ich kenne den Geruch. Mach mal aus. Du kennst den Geruch? Gut. Sehr schön. Dann bitte. Kann er sein, dass ich den... Auch nicht mit der Nase anfassen, Klaas. Können wir mal bitte diese Gloschen wieder Alter, haben? Alter, leck mich doch. Wir wissen alle, du hast eine hochsensible Nase. Die kann viele Sachen, die andere Nasen nicht können. Vielleicht nicht riechen, aber dafür... Ich sehe doch nicht, wann das an meiner Nase... Hey, aber warte mal ganz kurz. Das bringt mir ja gar nichts, weil ich muss das jetzt zuordnen. Du musst es riechen, genau. Jetzt machen wir die Dinger wieder zu, bitte. Das ist mir sonst... Also. Das ist ja... Genau, so, jetzt wird es rausgebracht. Und darf ich abmachen? Warte, jetzt können wir abmachen.
Hä, wo ist meine Brille? Die liegt in meiner Hand, weil das Ding da zu groß war. Es war nicht genug Platz für deine Brille und was auch immer da gerade war. Entschuldigung. Aus welchem Land kommt das, was ihr gerade errochen habt? Und wie kommt ihr da möglichst nah an was für eine Hauptstadt dran? Habt ihr was? Ich muss sagen, dieses Spiel ist gut. Danke. Schlieb, gebe ich weiter. Diese Technik ist eine Katastrophe. Ja, mein Gott. Ist leider kein Samsung. Ruf doch mal an, frag, ob die da was machen können. Ja, sehr gute Technik. Sehr gut präsentiert. Okay. Ah, du bist in der Nahaufnahme. So, Klaas, hast du schon? Ja, ich hab zwei, also hast du schon eingeloggt? Also ja. Ich glaube... Gänsestopfleber. Also ich glaube Leberwurst so, ne? Ja, aber nicht einfach nur Leberwurst, weil das riecht intensiver. Ich glaube, es waren Blinis. Blinis? Aber die riechen auch oft so. Aber sind welche, nicht Blinis sind, so Blinis kleine sind diese Pfannkuchen? Es sind so Teichdinger, die aber auch manchmal so ein bisschen, deswegen habe ich gedacht, vielleicht da. Vielleicht Russland. Na, ich dachte, weil ich da habe so das Gefühl gehabt, es gibt die auch in Herzhaft und dann manchmal schmecken die so. Aha. Ah, okay. Also, Blinis. Ich kenne die nur vom Kaviar. Und da du, hast du halt einfach ganz. Was hast du denn gesagt, Joko? Pfannküche. Ja, vom Kaviar natürlich, der feine Herr. In welchem Laden isst du denn Kaviar? Vielleicht möchtest du das die Welt. Aber jetzt guck mal bitte, wo die Nadel ist und guck mal bitte, wo mein Kreuz ist. Also, das ist wirklich diese. Die 11 Kilometer eben haben mich schon genervt. Ja, ja. So, jetzt gucken wir doch mal. Also, das ist eine kleine Distanz. Es ist eine sehr eindeutige Distanz. Denn das, was ihr gerade gerochen habt, kommt aus. Deutschland. Es ist der Pfälzer Saumagen. Die Leibspeise des Ex-Ex-Bundeskanzlers Helmut Kohl entscheidet über Sieg oder Niederlage. Joko mit 100 Kilometern wesentlich näher dran. Macht 6 Punkte für Winterscheid. 12-9. Nächster Punkt für den Herren zu meiner von mir aus gesehen Linken.